Roderich Kiesewetter erklärte, der russische Präsident Putin betrachte den gesamten Westen als Feind und Kriegsziel, als wären es russische Generäle, die Angriffspläne auf deutsche Brücken ausgeheckt hätten. Hat also der Minister Angriffspläne ausarbeiten lassen, obwohl er die Haltung des Kanzlers dazu kennt? Diese Rede des AfD-Politikers hat alle Rekorde gebrochen. Deutschland hat sich zu einem wirklich schrecklichen Kriegsland entwickelt und wir sind wirklich schon auf der Feindesliste. Die Ampel hat einen großen Rückschlag erlitten und Baerbock und Pistorius sind wirklich die Hauptanstifter des Krieges. Was dieser Politiker gesagt hat, ist wirklich eine Sensation. Wir fangen an, die erste Szene zu schauen. Ein bisschen mehr Sachlichkeit. Das veröffentlichte Gespräch ist eindeutig. Die Führung der deutschen Luftwaffe hat offen darüber gesprochen, wie sie die Krimbrücke bombardieren und ihre eigene Beteiligung daran verschleiern kann. Dazu wurden mehrere Optionen durchgespielt. Man könne die Kommunikation offiziell über den Hersteller von Taurus laufen lassen oder die Briten bitten, zu helfen. Die Generäle wussten, dass sie hier über eine Kriegsbeteiligung Deutschlands sprachen, denn an einer Stelle sagte General Gräfe ganz deutlich, beteiligt ist beteiligt. Das Gespräch wäre nun weitaus weniger skandalös, wenn man im Rahmen einer NATO-Übung den theoretischen Angriff auf russische Ziele durchgespielt hätte. Aber hier ging es um etwas ganz anderes. Deutsche Offiziere haben sich im Casino-Stil oder besser noch wie Penela in einer LAN-Party die Taschen vollgehauen, wie sie ein Ziel in Russland bombardieren könnten, ohne dass auf sie ein Schatten fällt. Das wäre entweder ein Kriegsakt gegen Russland oder schlicht Terrorismus. Denn weder Deutschland noch ein anderes NATO-Land wurde von Russland angegriffen. Kein westliches Land ist, so die deutsche Sicht, mit Russland im Krieg. Daher gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder lügt die deutsche Regierung oder die Generäle haben Verrat begangen, indem sie offen gegen die Politik von Kanzler Scholz gehandelt und einen Angriff geplant haben, den er offiziell zumindest nicht will. Dass es diese konkrete Angriffsplanung gibt, sagt ein Teilnehmer auch ganz offen. Er habe sogar schon 3 mögliche Anflugrouten der Taurus-Raketen zur Brücke durchgerechnet. Paragraph 13 des Völkerstrafgesetzbuches sagt dazu, mit Freiheitsstrafe nicht unter 10 Jahren wird bestraft, wenn durch die Tat die Gefahr eines Krieges oder einer Angriffshandlung für die Bundesrepublik Deutschland herbeigeführt wird. Hier beginnt das Problem Pistorius. Deutsche Medien brauchten übrigens 14 Stunden, um das Offensichtliche einzuräumen. Pistorius behauptet am Sonntag, dass die Veröffentlichung des Telefonats Teil einer Desinformationskampagne Russlands sei. Aber ich bin schockiert. Ich habe es satt, dass unsere genialen Politiker den Konflikt jeden Tag stärker eskalieren. Warum können wir kein neutrales Land bleiben? Wir haben schon so viele Probleme, aber wir werden uns weiterhin mit großen Konsequenzen in den Konflikt einmischen. Liebe Kollegen, was ist daran Desinformation, wenn Russland Tatsachen berichtet? Roderich Kiesewetter erklärte, der russische Präsident Putin betrachte den gesamten Westen als Feind und Kriegsziel, als wären es russische Generäle, die Angriffspläne auf deutsche Brücken ausgeheckt hätten. Hat also der Minister Angriffspläne ausarbeiten lassen, obwohl er die Haltung des Kanzlers dazu kennt? Pläne, die nach deutschem Recht illegal sind? Ein Blick in das Grundgesetz und den 2+4-Vertrag genügt. Oder wusste die Bundesregierung davon, wie verlässlich ist also eine Bundeswehrführung, die faktisch gegen die Befehle ihrer Vorgesetzten verstößt und obendrein unsere Verbündeten brüskiert? Auch wenn es viele in Berlin und auch Scholz selbst nicht hören wollen, Deutschland ist für den Kringel längst Kriegspartei. Warum? Wir erinnern uns, dass der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages schon im März 2022 ein Gutachten herausgegeben hat, ab wann wir das werden. Die Antwort ist sehr klar. Wenn Deutschland ukrainische Soldaten ausbildet oder wenn es Geheimdienstinformationen mit Kiew teilt, beides tut Deutschland. Der polnische Außenminister Sikorski musste nach dem deutschen Leck zugeben, dass einige NATO-Länder bereits Soldaten in der Ukraine haben. Er sagte, und ich möchte den Vertretern dieser Länder aufrichtig dafür danken, dass sie dieses Risiko eingegangen sind. Aha! Er fügt hinzu, dass im Gegensatz zu gewissen Politikern nicht verraten wird, welche Staaten diese Soldaten in die Ukraine geschickt haben. Vielleicht erklärt das, warum laut russischen Angaben im Januar 60 Franzosen in Kharkiv getötet wurden. Was waren das für Soldaten? Ehrenlegion? Stück für Stück wird die Öffentlichkeit in Europa auf einen Krieg gegen Russland vorbereitet. Sikorski nochmals dazu. Der Westen sollte eine kreativ durchdachte und asymmetrische Eskalation durchführen. Tatsächlich will Putin Frieden und Friedensverhandlungen. Aber unter den Bedingungen, dass alle NATO-Länder die Ukraine mit Waffen sponsern und Russland manipulieren, wird dies unmöglich. Sie wollen Putin als Bösewicht zeigen, aber wer das tut, ist wirklich der Hauptschurke.
durchführen. Aber die Kriegsteilnahme von offiziellen Soldaten aus europäischen Ländern würde Krieg mit einer Atommacht bedeuten. In Europa hoffen also offenbar Politiker, Russland so dazu bringen zu können, einen Mitgliedstaat anzugreifen, um den NATO-Verteidigungsfall ausrufen zu können. Die Generäle bestätigen all das im Plauderton. Großbritannien habe wegen der Sturmshadows Militärpersonal vor Ort. Zudem würde in der Ukraine viele Leute mit amerikanischem Akzent in Zivilklamotten herumlaufen. Sollte dies, liebe Kollegen, von deutscher Seite aus gewusst worden sein, hätte die Bundesregierung, Bundestag und Öffentlichkeit belogen. Schlimmer noch, sie ließe Deutschland durch eine Mischung aus Dilettantismus und Realitätsverweigerung, wie die Berliner Zeitung schreibt, in einen großen Krieg hineinrutschen. In nur 2 Wochen haben sich die Ereignisse so zugespitzt, dass jeder die Gefahr nun sehen kann. Ich hoffe, dass es unter den europäischen Politikern noch welche gibt, die ihren Überlebensinstinkt noch nicht einer wertegeleiteten Kriegshysterie geopfert haben. Ein Verbleib von Verteidigungsminister Pistorius im Amt ist so dilettantisch wie alles von dieser Bundesregierung. Verstehen die Führer der Welt wirklich nicht, dass, wenn sie all diese Manipulationen und Bedrohungen fortsetzen, das hohe Risiko besteht, im Zentrum des Dritten Weltkriegs zu stehen? Außerdem ist Russland eine Atommacht und früher oder später kann die Geduld verschwinden und wir werden alle am Rande einer Katastrophe stehen. Im umfassenden Versagen der Ampel noch differenzierende Steigerungen zu finden. Nichts jedoch übertrifft die Inkompetenz der deutschen Außenpolitik unter Annalena Baerbock. Noch nie zuvor hat die Republik so schnell und so viel an Ruf und Einfluss verloren. Sie haben es geschafft, deutsche Interessen mit Füßen zu treten, rechts zu verbiegen und ihr Ministerium einer grünen Vetternwirtschaft auszuliefern. Freihändige Passvergabe, auch an mutmaßliche Terroristen. Gehört das eigentlich zur feministischen Außenpolitik oder ist es bloß normale grüne antideutsche Politik? Wer Botschaften und Konsulate auffordert, Visaanträge trotz unvollständiger oder offensichtlich gefälschter Papiere zu genehmigen, wäre in einem Land mit funktionierender vierter Gewalt längst kein Minister mehr. Die peinliche Rückgabe der Benin-Bronzen, der regelmäßige Ausfall der Flugbereitschaft, die viel zu späte und schlecht organisierte Ausreise von Deutschen aus Israel verfestigen das Bild eines amateurhaften Amtes. Mit rhetorischen Slapsticks, 360-Grad-Wenden, dem Bacon of Hope in Südafrika, Panzerkriegen im 19. Jahrhundert oder der SPD als Erfinder der sozialen Marktwirtschaft senden sie zudem täglich Signale einer Unbildung aus dem Land der Dichter und Denker. Ihr Patzer beim Europarat, wir kämpfen einen Krieg gegen Russland, löste ein Eklat aus, genau weil Ihr Kanzler gerade darauf achtet, uns nicht zur Kriegspartei zu machen. Gottlob, dass sie niemand mehr ernst nimmt. Das Ausland blinkt mit zunehmendem Befremden auf Deutschland. Unser diplomatisches Verhältnis zu den wichtigsten Nachbarn ist gestört. NTV sagt dazu, die Beziehungen zu China und der Türkei sind offen belastet. Wichtige Schwellenländer entfremden sich. Unsere gewerteteleitete Twitter-Diplomatie samt Belehrung und Konfrontation führt dazu, dass sich immer mehr Türen in der Welt verschließen. Baerbock muss in der ersten Reihe stehen, wer zurücktreten muss. Diese Frau wird unser Land nur mit ihren dummen Sprüchen und Handlungen beschämen. Die ganze Welt lacht über sie, die Leute hassen sie. Aber sie hält weiter ihren Posten, nimmt Bestechungsgelder entgegen, gibt unser Geld für Kleidung aus. Was denkst du über dieses Video? Schreibe deine Meinung in die Kommentare. Bis bald.